Hallo und herzlich willkommen im Wald. Entschuldigt bitte, wenn es hier jetzt diverse Löcher in der roten Linie gibt, die durch dieses Video führen soll. Das ist mein Einquatsch-Video, weil ich drehe nachher noch welche. Da ist es viel wichtiger, dass ich mich konzentriere. Deshalb ist das jetzt hier erstmal zum Fehler machen und einquatschen gedacht. So, ich wollte euch mein neues Messerchen zeigen. Das ist ein Buck Folding Hunter. Und ich sag's gleich am Anfang, damit ich es nicht zum Schluss vergesse. Kostenpunkt. Ich habe jetzt hierfür mit wunderbarer Gürteltasche bei Globetrotter, ich glaube, 85 oder 90 Euro gezahlt. Gibt's mit nicht wunderbarer Gürteltasche erheblich billiger zum Teil für nur 65 Euro. Da sind allerdings noch Verbrandkosten dabei. Ich zahle bei Globetrotter keine. Und nach wie vor will ich für keinen speziellen Online-Shop irgendwie Werbung machen. Wenn ihr das Teil haben wollt, seht zu, wo ihr es herkriegt. Aber wie gesagt, bei den günstigen Angeboten ist dann oft nicht die Original-Lederscheide dabei. Ledertasche muss man ja eher sagen, weil es sich um ein Klappmesser handelt. Das hat ja keine Scheide, wo dann die Klinge drin verschwindet. Das Teil ist meiner Meinung nach ein wirklich wunderschönes Messer im klassischen Design mit hervorragender Verarbeitung, einer sehr schönen Bowie-Klinge. Sehr, 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 sehr scharf, auch schon im Auslieferungszustand, was mir ja immer wichtig ist, da ich nicht so der große Messerschleif-Fan und Könner bin. Daher umso besser. Und konzipiert ist das Ding eigentlich als Jagdtaschenmesser und der eine oder andere nimmt damit auch ganz gerne das ein oder andere Viech auseinander. Und dann muss man zum historischen Hintergrund noch sagen, das Ding ist halt wahnsinnig viel kopiert worden, deshalb hat jeder wahrscheinlich schon mal ein ähnlich aussehendes Messer gesehen. Es gibt auch haufenweise billige Kopien, zum Beispiel von Herberts, nennen die sich, glaube ich. Kennt ihr bestimmt, die machen jede Menge Kopien von ansonsten klassischen Messern, die im Original sehr viel Geld kosten. Als ich so 11, 12 gewesen sein muss, habe ich so ein sehr billigen Kopie von diesem Ding im Baumarkt gefunden. Da hat es 10 Mark gekostet, hatte eine enorm billige, ja, Plastikleder könnte man es nennen, Scheide noch dazu, Tasche. Und ja, das war mein Ein und Alles, weil es mein erstes halbwegs brauchbares, ansatzweise scharfes Taschenmesser gewesen ist. Ein richtiges Schweizer Taschenmesser hatte ich davor noch nicht, nur so, ja, Werbegeschenk-Kopien und die haben ja von der Klinge her, das ist ja eine Katastrophe. Die schneiden ja überhaupt nicht und wie gesagt, eben die Kopie von diesem Ding hier, die war dann schon halbwegs brauchbar und war mein Ein und Alles und mir heilig. Ich habe es auch heute noch und zeige es euch auch nachher, wenn ihr dann tatsächlich noch dran seid. Wollt das jetzt aber nicht in den Anfang des Videos gleich reinpacken. Gut, also das, weshalb ich das unbedingt haben musste. Und was haben wir jetzt hier vor uns? Wir haben hier einmal Messingbacken. Ziemlich dick. Das ganze Ding ist insgesamt sehr dick. Also wir haben wirklich schon einen ordentlich massiven Griff. Und wenn ihr das in die Hand nehmt, ist das Erste, was euch auffällt, dass das wirklich erstaunlich schwer ist für ein Klappmesser. Zumindest wiegt es deutlich über 200 Gramm. Also man denkt sich gleich, huch, das ist aber schwer, wenn man es in die Hand nimmt und ist wirklich überrascht. Aber das kommt natürlich wirklich wegen diesem massiven Griff und der wirklich sehr soliden Materialien, die hier verwendet wurden. Da ist halt nichts dabei, was in irgendeiner Form leicht sein soll. Messing ist ja vergleichsweise schwer. Wir haben also weder Alu noch Titan noch irgendwas, auch nur ansatzweise Leichtes an diesem Messer dran. Schön finde ich auch diese entsprechende Vernietung. Und selbstverständlich muss ich was zum Holz erzählen. Das ist das sogenannte Bubinga-Holz, wird im Handel teilweise auch einfach schlicht und ergreifend als Edelholz bezeichnet. Bubinga ist eine, ja, sehr weit verbreitete Baumgruppe, muss man sagen. Also mehrere Baumindividuen geben dieses Bubinga-Holz ab. Das ist ganz oft so bei tropischen Bäumen, dass da verschiedene Arten ein sehr ähnliches Holz hervorbringen und das fasst man dann zu einem Handelsnamen zusammen und dieser Handelsname für dieses Holz wäre in diesem Fall eben dieses Bubinga. Bei Tropenholzern kommt es ja oft vor, dass die sehr, 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 sehr hohe Extraktstoffgehalte ins Holz einlagern, was dann beim Holz bestimmte Muster und ganz spezielle Farben hervorruft und das haben wir hier in Form dieser sehr dunklen Streifen in diesem ansonsten ja etwas rötlichen Holz. Bubinga kann Farben von rosa bis wirklich sehr rötlich, schwärzlich und sogar violett
annehmen. Da gibt es individuelle Unterschiede und mit Tropenhölzern kenne ich mich jetzt gar nicht so wahnsinnig viel aus, dass ich euch jetzt nicht noch allzu viel mehr erzählen könnte. Würde auch den Rahmen sprengen. Jedenfalls, das Zeug ist schon recht teuer. Allerdings rechtfertigt zwei kleine Stücke Bubinga-Holz jetzt vielleicht nicht unbedingt allein die vergleichsweise hohen Kosten. Bei meinen anderen Messern, die sehr deutlich billiger sind, halt eben für dieses Messer. Also so ein edles Holz ist es dann auch wieder nicht. Ich habe mal geguckt, man kriegt, ich glaube, 2 oder 3 Kilo Bubinga-Holz, völlig unbearbeitet, also zum selber irgendwas mitmachen, für rund 40 Euro plus Versandkosten. Also, ja, ne? Wie gesagt, was sehr schönes, sehr edles Messer mit Holzgriff ist für mich ja quasi ein Muss eigentlich, wenn es sich um ein Wohlfühlmesser handeln soll. Denn das ist so jetzt quasi die Funktion von diesem Messer für mich. Das ist wirklich zum Wohlfühlen gedacht. Das ist so ein Liebhabegegenstand in Anführungszeichen. Selbstverständlich werde ich es auch benutzen und im Wald dabei haben. Ein weiterer Punkt, der für dieses Messer spricht und ohne es aufzuklappen, kann ich euch das glaube ich trotzdem schon sagen. Das Teil ist 100% 42A konform. Klingenlänge ist 10 cm und es ist wirklich nicht einhändig zu öffnen und wenn doch, dann nur ganz umständlich. Ne? Also absolut 100% legal, dieses gute Stück. Was man damit nicht machen darf, ist natürlich es auf Demonstrationen mitnehmen, irgendwelche Konzerte beliebiger Art und es gibt schon die ersten Mücken übrigens. Also solche Sachen natürlich nicht, da darf man ja überhaupt kein Messer dabei haben, völlig wurscht, wie legal das ist. Gut. Dann weiter zu den technischen Details. Zu Messing kann ich sonst nicht viel sagen, außer dass man den natürlich regelmäßig pflegen muss. Sonst läuft er an. Wenn er aber anläuft, muss ich sagen, gefällt mir das sehr gut. Ich finde so einen gewissen angelaufenen Messing irgendwie, das spricht dafür, dass es ein Gegenstand ist, der auch verwendet wird, weshalb ich eben jetzt hier nicht besondere Pflege walten lasse am Messing. Ansonsten würde ich das gesamte Messer, habe ich jetzt bisher noch gar nie gemacht, immer hin und wieder mal mit Ballistol einfach einsprühen bzw. einschmieren, damit es dann doch ein bisschen geschützt und gereinigt ist. Und das wäre es zur Pflege, was ich jetzt mit dem Ding machen werde, auch gewesen. Es gibt einen Haufen Berichte, dass diese Messer halt schon teilweise 20, 30 Jahre im Einsatz sind und immer noch gut funktionieren. Klar, da muss man sie nachher zwischendrin halt vielleicht mal entweder selber professionell nachschärfen oder das halt eben machen lassen. Wenn man sie übrigens zu Buck in die USA schickt und die Kosten dafür nicht scheut, bekommt man auch, sofern man es vorher registriert hat, im Internet möglicherweise eine neue Klinge oder die richten einem die Klinge wirklich wieder ganz wunderschön her, sofern das Teil entsprechend alt ist. Kommt also mit lebenslanger Garantie quasi. Die ist bei Buck übrigens typisch, das haben die bei allen anderen Messern auch, diesen lebenslangen Service. Das soll wohl wirklich wunderbar funktionieren, da habe ich jetzt noch nichts Negatives zugehört. Ja, Griff, sonst nicht mehr viel zu sagen. Diese Nieten hier stehen ein ganz kleines bisschen ab, wie ihr hier vielleicht erkennen könnt. Mich persönlich stört das überhaupt nicht beim in der Hand haben. Es mag aber vielleicht jemanden geben, den das dann ein bisschen stört. Also wenn die tief versenkt wären im Holz, dann wäre es natürlich auf jeden Fall ein glatteres Erlebnis. Ich persönlich, wie gesagt, ich mag das so. Gut, und dann klappen wir es mal auf. Und das Erste, was man dazu vielleicht noch erwähnen sollte, ist dieses wunderbare, satte Einrastgeräusch. Ich finde das richtig schön. Das ist ein richtig schönes, lautes, tolles Klicken, dass man da auch richtig schön weiß, jetzt habe ich mein Messer aufgemacht. Und Handling, vielleicht als Erstes. Ihr könnt euch ungefähr denken, wie groß meine Hand ist, hoffe ich. Funktioniert wunderbar. Man könnte auch noch größere Pranken haben und das würde da immer noch gut reinpassen. Man hätte also wirklich keine Schwierigkeiten, wenn man jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, meine Hand würde jetzt bis oben reichen, dann würde es immer noch funktionieren. Das ist halt gerade eben das Schöne, dass da keinerlei Riffelung oder irgendwelche ökonomische Form oder sonst was dran ist, kann man das mit beliebig großer Hand oder auch ein bisschen kleinerer Hand wunderbar in die Hand nehmen. Und jetzt kommt halt eben beim wirklich in die Hand nehmen von der Ergonomie her dieses schwer hohe Gewicht des Messers richtig gut zum Tragen, weil man weiß, man hat da was in der Hand und kann einfach damit besser hantieren, wenn man da ordentlich
ne, was in der Hand hat, wenn man nicht merkt, dass man ein Messer in der Hand hat, weil es quasi nichts wiegt, dann finde ich, ist das auch schon fast ein Sicherheitsrisiko. So ist mir das dann wirklich erheblich lieber. Jetzt muss ich kurz die Schwebefliege, die auf meinem Arm parken musste, entfernen. Kommen wir kurz, bevor wir auf die Klinge eingehen, zur Verarbeitung. Wie ihr hoffentlich sehen werdet, gibt es 0, überhaupt gar keine Abstände hier in diesem Bereich, da hinten auch nicht. Ja, und dafür ist die Verarbeitung wirklich perfekt. Also da ist wirklich 0, überhaupt gar keine. Man kann auch keinen Übergang zwischen Messing und Stahl spüren. Das ist eigentlich absolut 100%ig top verarbeitet. Und was mir besonders gut gefällt, ist halt der Übergang zwischen Klinge und diesem Verschlusssystem. Da gibt es nämlich auch eine winzig kleine Ritze, die man mit dem Fingernagel gerade noch so ein bisschen erkratzen kann. Also Verarbeitung absolut perfekt, Klingenspiel 0, überhaupt gar keins. Und das bei einem Klappmesser, das finde ich, ist schon was für die hohe Qualität von diesem Produkt spricht. Man mag da auch vielleicht mal reingucken, da werdet ihr auch nichts finden, was in irgendeiner Form schlecht verarbeitet wäre. Das Einzige, was ich gefunden habe, wo man halt eben merkt, dass das vielleicht kein unbedingt 100%iges Massenprodukt ist, ist hier bei dem Anschliff am Klingenrücken, also dem leichten Anschliff, das ist hier so leicht asymmetrisch, aber auch nur ganz, ganz leicht. Naja, aber damit sind wir bei der Klinge angekommen. Die ist aus 420er HC Stahl, das ist so der Standardmesserstahl, den Buck verwendet. Hab mir sagen lassen, das ist eine mittelgute Stahlqualität. Also der ist nicht besonders teuer. Der wird bei Buck allerdings hervorragend gehärtet und ist dann dadurch wieder mit nicht ganz hervorragend gehärteten Hochleistungsstählen schon fast wieder zu vergleichen. Natürlich ist die Stahlfrage auch wieder ein bisschen religiös motiviert. Mir persönlich reicht ein sehr guter Mittelklasse-Stahl wirklich vollkommen aus. Und mir sind die Vorzüge von einem zum Beispiel pulvermetallurgischen Stahl noch nicht ganz klar, weshalb man den jetzt unbedingt braucht, in Anbetracht dessen, dass der so wahnsinnig viel mehr kostet. Damit schneidet das Messer dann trotzdem noch keinen Beton und man kann damit auch noch nicht Bäume fällen, indem man sie wie Butter durchschneidet. Also, aber das ist sicherlich so eine philosophische Frage, gerade beim Thema Messer, die man nicht ganz zu Ende beantworten können wird. Ja, bei der Klingenform ist natürlich eben eine Bowie-Klinge mit sehr spitz zulaufender Spitze, standardmäßig, die so ein bisschen nach hinten gezogen ist. Die Spitze wird als Schwachpunkt des Messers gehandelt und ist wohl schon häufiger abgebrochen. Da gibt es dann manche Messerbesitzer, die sich einfach eine neue ranschleifen. Kann man machen. Allerdings soll das Problem der abbrechenden Messerspitze in der aktuellen Version des Messers schon gelöst worden sein. Teilweise auch dadurch, dass man halt eben den Klingenrücken im vorderen Bereich, hier ein bisschen angeschliffen hat. Also hier ist wirklich eine richtige, schon ordentlich scharfkantige Kante dran. Kann man sich ja denken, dass das praktisch ist, um einen Feierstil anzureißen. Ne? Und damit ist die Klinge jetzt auch deutlich stabiler geworden, sagt man. Und so dünn ist sie jetzt auch nicht, wie man hier sehen kann. Moment, muss die Mücke töten. So, Mücke tot. Während sie hier unten dann schon ordentlich dick ist. Ob man das Messer jetzt ein bisschen zum Betoning verwenden könnte, wenn man das dann wollte, weiß ich nicht. Ich werde es nicht machen und auch nicht zu Testzwecken mal ausprobieren. Wahrscheinlich wird schon ein bisschen gehen, ähnlich gut wie mit dem Opinel mindestens, wahrscheinlich noch deutlich besser, weil es dann doch nochmal stabiler von der Bauart her ist. Wobei, Schwachstelle sitzt natürlich schon irgendwo hier, aber die Messingbacken sind halt schon auch wieder so dick, dass man eigentlich nicht davon ausgehen müsste, dass da irgendwas ausbricht. Naja,
Wer das ausprobieren möchte, darf das tun. Ich werde es schön sein lassen und ich habe das heute schon ein bisschen benutzt, deshalb klebt hier auch schon wieder ein wenig Dreck an der Klinge. Es handelt sich um eine Hohlschliffklinge, das kann man sehen, wenn man von hier oben hier mal hinguckt. Da fällt das dann durchaus auf, dass es auf jeden Fall ein Hohlschliff ist. Selbstverständlich auch auf der anderen Seite, da sieht man es vielleicht sogar noch besser. Finde ich persönlich sehr schön, weil ich kein anderes Messer mit Hohlschliffklinge habe bisher. Und das ergänzt auf jeden Fall die Sammlung. Ist wahnsinnig scharf. Das kann ich jetzt natürlich behaupten, aber jetzt muss ich wieder Unterarmmodel machen. Lalalala. Ja. Ich denke. Ich werde jetzt die nächsten Tage komisch aussehen drum, aber ihr solltet überzeugt sein, dass das Messer ordentlich scharf ist. Ich finde wirklich immer den Unterarmrasieren Schärfetest ideal, weil Zeitung zerschnibbeln kann jedes Messer, Papier zerschnibbeln, ja, sagen wir mal fast jedes Messer kann das jeweils, aber wenn man sich damit wirklich den Arm rasieren kann, dann ist es definitiv ein wirklich saumäßig scharfes Messer und es hat auch entsprechende Performance beim Holzschnibbeln, beim Brötchen aufschneiden und auch beim Fleischschneiden. All die Sachen habe ich damit schon ausprobiert. Also das ist wirklich ein wunderbares Alltags-EDC-Messer, wenn ein eben der Aspekt mit dem wirklich hohen Gewicht nicht stört. In den meisten Hosentaschen fällt das dann halt schon negativ aus, so einen Klump da drin zu haben. In einer Zeit, in der man versucht, Handys immer leichter zu bauen. Moment, nein, versucht man ja gar nicht mehr. Die werden ja neuerdings immer größer. Egal. Jedenfalls. Ja, hier ist das dazugehörige Etui, ist aus sogenanntem Sattelleder, wie ich finde, ein sehr, sehr schönes Leder, gefällt mir vom Farbton hervorragend, Verarbeitung ist sehr gut, genau wie beim Messer und ich habe gesehen, wenn man die Tasche separat kaufen will, kostet die teilweise auch wirklich 30 Euro, insbesondere wenn es sich um die Original-Backtasche handelt. Finde das schon nicht schlecht, dass man die Originalbacktasche dazu hat, weil es ist halt in Gottes Namen ein Backmesser und irgendwie ein bisschen Werbung für den Hersteller machen will ich dann ja doch. Die einzige andere Stelle, wo man rausfindet, dass dieses Messer von Back ist hier und das ist ja nun wirklich nicht auffällig. Von daher, ich mag auch Dinge, die nicht sofort darauf hinweisen, wer der Hersteller ist. So ähnlich wie mein Hut. Da muss man auch erst ins Innere gucken, bis man rausfindet, von wem der ist. Schön ist, das passt da sowohl so rein und geht zu, als auch so rein und geht zu und also in jeder erdenklichen Art und Weise kann man sein Messer schnell in die Tasche reinstecken und dann zumachen. Normalerweise bin ich ja auch kein Fan von solchen Gürteltaschen, weil, ist ja Blödsinn, ist ja ein Taschenmesser, kann man sich ja in die Hosentasche stecken. Aber es ist halt wirklich im Fall dieses Messers, weil es halt eben so schwer ist, durchaus eine Option, das am Gürtel zu tragen. Und in so einer formschönen Tasche, muss ich sagen, finde ich, ist das auch schon fast ein, ja, wie das Handtäschchen bei der Frau, ne? Ein optisches, modisches Accessoire. Und auch wenn man da so seitlich reinguckt, kann man auch gleich sehen, oh, das ist dieses eine klassische Taschenmesser. Gut, ob man jetzt damit besonders seriös wirkt heutzutage oder nicht, mir persönlich ist das vollkommen Wurst. Die Scheide passt so gerade eben, deshalb ist sie hier jetzt auch ein wenig ausgeleiert, in Anführungszeichen, an den Bundeswehrfeldkoppel, den ich standardmäßig ja als Gürtel trage, also dieses nahezu kugelsichere Ding. Jeder andere Gürtel passt auch durch, also das hier sind genau 5 cm. Also ein 5 cm Gürtel. Grad passt da noch rein, passt da gerade noch so durch und alles, was breiter ist, wenn es 5,1 sind, werdet ihr schon Schwierigkeiten haben und 5,2 geht definitiv nicht mehr. Aber auch hier wirklich, wie gesagt, Bearbeitung der Scheide ganz hervorragend. Ich bin mir sicher, dass die durchaus lange halten wird. Kann man übrigens auch mit Ballistol pflegen, wenn man, so wie ich, hier einen ganz kleinen Kratzer schon drauf hat, aber auch das ist mir relativ egal, das darf man ruhig schon sehen, dass das Ding getragen und benutzt wird.
Ja, im Wesentlichen wäre es das jetzt gewesen, aber ich habe ja noch diesen billigen Klon von diesem Messer. Den würde ich euch jetzt im Vergleich noch kurz in die Kamera halten. Wen das nicht mehr interessiert, der darf auch gerne schon ausschalten, falls er es nicht schon getan hat. Wie immer alles sehr ausführlich geworden. So, und das ist die großartige Lederscheide von, wie gesagt, der billigen Kopie, die inzwischen mindestens 18 Jahre alt ist, also volljährig. Und also natürlich ist es jetzt ein bisschen ein unfairer Vergleich, weil das hier halt eben nahezu niegelnagelneu und das Ding uralt. Aber auch so kann man schon mal sehen, das ist geringfügig länger vom Griff her zwar, aber deutlich dünner. Und zwar gar nicht mal so sehr von der Klinge, sondern vor allen Dingen auch von diesen Messingbacken her. Und genau das hat nämlich große Probleme damit, dass es halt eben hier zu dünn ist. Und das hat sich dann durchaus bei den doch recht rabiaten Nutzungen, die ich dem Ding habe angedeihen lassen, wunderbar verbogen. Und die Klinge hat also wirklich ein Spiel jenseits von Gut und Böse. Das ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Und es ist nicht so, dass ich 20 Jahre lang benutzt hätte. 18 Jahre, pardon. Sondern halt ein paar Jahre lang, vielleicht ein oder zwei. Und danach konnte ich mir dann ein besseres, richtiges Messer auch leisten. Und die sind eben nicht besonders gut bekommen. Seitdem liegt es in der Schublade. Und das ist natürlich auch nur aus Stainless Steel. Mittlerweile stumpf wie Sau, war aber wirklich nie sonderlich viel schärfer. Ich habe es dann mal später versucht zu schleifen, nachdem ich dann einigermaßen begriffen hatte, wie man überhaupt Messer schleift. Ihr könnt da auch sehen, dass die Spitze so ein bisschen toll umgebogen ist. Ja, jetzt sieht man es gut. Und man kann quasi schon sehen, dass das nicht besonders scharf sein kann. hat dann auch irgendwann ein kleines bisschen Flugrost angesetzt, also auch Stainless Steel rostet, wenn man ihn lange genug unbeachtet in der Ecke liegen lässt. Und was auch immer so eine Sache ist, das Ding hat jetzt hier nur drei solche wunderbaren Nieten und ich glaube, irgendwo ist mir auch mal fast ein bisschen abgegangen, das Holz. Ah ja, 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 hier kann man auch entsprechend wunderbar schon durchgucken. Da ist der Abstand auch, ah ja, deutlich größer und das kann man auch machen. Richtig, da war doch was. Und ja, gut, hier haben wir es noch ein bisschen in Grün inzwischen. Und ja, und das soll es dann jetzt aber wirklich gewesen sein. Vielleicht ist das eventuell auch eins für euch. Ich finde das wegen diesem klassischen Design eben wirklich wunderbar schön zum so täglich dabei haben. Macht's gut!